Ein ständig Wiederholen und ein ständiges Wiederholen, zuerst einmal von dem, der man zu sein glaubt. Die Sätze sind so einfach zu verstehen, es ist keine Frage des Intellekts. Und die Frage, wo liegt mein Schwerpunkt? Den Schwerpunkt auf das, was einmal wie wichtig ist, was ich immer wieder sage, was verstanden werden muss, was bin ich und was sind meine Gedanken. Ein ganz einfacher Satz und diese ständige Wiederholung, dass ich es dem Geist erkläre, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, das muss ich immer vorne hinstellen. Das ist nämlich der elementare Unterschied zu allen Beratungsvideos, die du dir anschaust, zu allen philosophischen Aussagen. Die reden immer mit anderen, mit Menschen, die ausgedacht werden. Und ich habe heute Morgen doch in unseren Chat reingestellt, Selbstgespräch vor 3 Jahren, wo das Laufzeiten ist. Da ist eigentlich alles drauf, dieses Selbstgespräch, das ist hundertprozentig sicher. Auch hier kann ich nur anraten, wenn du es schon hunderte, tausende Male gehört hast, hörst du dir nochmal an. Das sind Elementaraussagen und immer diese Betonung, was ist hundertprozentig sicher? Und da gehen wir ja dann nochmal einen Schritt weiter, dass selbst dieses hundertprozentig sicher, hallo Kleines, Hallo. ist es hundertprozentig sicher, jetzt habe ich Kontakt oder habe ich keinen Kontakt? Das ist eigentlich jetzt der Quantencomputer. Und ich spreche solche Sachen an, du lebst in einer Ja-Nein-Logik. Ist es zur Welle, Berg oder Tal? Immer wieder betone ich, wenn du nur einen aller einzigen dieser Sätze verstanden hast, hast du alles verstanden. Die anderen ergeben sich dann zwangsläufig von selbst. Bei hundertprozentig sicher sage ich, kannst du es überprüfen oder kannst du es nicht überprüfen? Kennst du es nur vom Hörensagen? Und du musst jeden Moment, der in dir auftaucht, jede Veränderung der Gedanken, muss dir klar sein, dass sich an dir nichts verändert. An dem, der sich das anschaut, und der sich das anschaut, ist jetzt auch schon wieder ein Gedanke. Genau. Wer denkt sich jetzt den aus, der immer nur seine eigenen Informationen anschaut? Das lasse ich jetzt aber vollkommen gut sein. Die große Erkenntnis ist zum Beispiel hier, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Auch jetzt verkneife ich mir nochmal darauf einzugehen, weil das immer wieder vergessen wird. Das ist mein Beispiel hier. Wie sieht der Sechsjährige, wenn er an einen Säugling denkt? Was denkt ein 13-Jähriger, wenn er an einen Sechsjährigen denkt? Dieses Spiel, du bist nicht in der Lage, von unten nach oben zu sehen. Und dir muss jetzt klar sein, sobald eine hochwertige Logik in dich reinkommt, wird dir die falsch erscheinen. Da kann ich immer wieder erwähnen, du denkst jetzt hier, du bist der Basic, ein Computer, der mit Basic-Betriebssystem läuft und jetzt guck mal Windows-Daten in dich rein. Mit deiner Logik ist es unlogisch. Verkehrt, falsch, du kannst damit nichts anfangen. Das heißt, alles, was wirklich vollkommen neu ist in deiner geistigen Entwicklung, alle Daten, die von oben kommen, jetzt in dem Beispiel, wirst du unten nicht verstehen. Und das ist jetzt zum Beispiel das Thema Krankheit. Krankheit ist ein Geschenk. Du hast eine ganz klare Logik, was übrigens in diesem Selbstgespräch, das ich gerade erwähnt habe, vor 3 Jahren jetzt gedacht. Vor Corona war das übrigens noch, da war noch kein Corona. Wo ich darauf hinweise, was ist hundertprozentig sicher und du musst es loslassen lernen. Mit wunderschönen, ganz einfachen Beispielen, die nicht diskutierbar sind. Dass in dem Moment, wo eine Krankheit in dir auftaucht, das kann jetzt alles Mögliche sein, wirst du massiv dagegen ankämpfen, weil du eine ganz klare Vorstellung von gesund hast. Das sind jetzt genau die Kehrseiten, die du benötigst, um auf eine höhere Ebene zu kommen. Diese Falle liegt in dieser Einseitigkeit, in dem ganzen Denken und ich weiß, es rebelliert je nach Programm, wenn man sagt, dass eigentlich das große Übel in der Welt des Leids sind die Krankheiten erfinder, ist die Schulmedizin, das ist die Pharmaindustrie, wo keiner in irgendeiner Form auch nur das geringste Interesse hat, Krankheiten auszuschalten. Das war zwar vorgegeben, um irgendeinen Scheiß verkaufen zu können, aber das Ziel wollen die ja nie erreichen. Ganz im Gegenteil, das eigentliche Ziel, das sie erreichen wollen, ist immer mehr Umsatz und immer mehr Gewinn. Was zwangsläufig nur immer mit neuen Krankheiten funktioniert. Die würden sich selbstständig wegrationalisieren. Das klingt jetzt wieder so, als ob da Feinde oder Böse außen sind. Nein, nochmal, du träumst jetzt. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Eine Matrix und es sind die Fehler, die ich ganz bewusst erschaffen habe. Es dreht sich letztendlich um diese einfache Erkenntnis einer Spiegelung, wo dir nicht klar ist, dass in dem Moment, wo du was denkst, es deshalb ist, weil du es denkst und es ist genauso, wie du es denkst.
seit jetzt Gedachten in einer unendlichen Wiederholung, in tausende Male von Wiederholungen, sage ich, ein Pinsel malt ein Bild und ein träumender Geist träumt. Alles, was gemalt wird, ist ein absolutes Dasein müssen und alles, was ein träumender Geist träumt, ist deshalb, weil er es träumt, es ist ein Dasein müssen. Hör auf, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er jetzt in deinem Kopf eine Information ist und dass er genauso ist, wie du in dir denkst. Ja. Das ist zum Beispiel einer dieser Sätze, wenn du den verstanden hast, werde ich deine Welt wie durch Zauberhand komplett verändern. Ja. Solange du das immer wieder vergisst, dass du Gedanken, Menschen, gedachte Menschen von dir vorwirfst, dass sie so sind, wie du sie dir denkst. Mhm. Und ich mache da nochmal eine Metapher dann auch mit der Krankheit, dass dir das einleuchtet, dass wir zuerst eine eigenartige Spiegelung haben. Wir gehen in das Wort. Wir schauen, ich spiele ja so extrem mit Worten und ich betone immer wieder, ich schaue in ganz normale Wörterbücher rein, was da drin steht und du wirst Wunderwelten erleben, wobei das ja noch sehr reduziert ist. Aber zuerst einmal das Beispiel, tausendmal erwähnt mit Krebs. Zuerst einmal hat das Wort zwei Möglichkeiten, in Erscheinung zu treten in dir. Das kann ein Geräusch sein, das in dir auftaucht. Jedes Geräusch ist ein Wort. Auch wenn du jetzt ein Klingen hörst, ein Brummen hörst, ein Rauschen, ein Brausen hörst, da gibt es ein wunderschönes hebräisches Wort dafür. Das ist dann auch mit den Tieren, die Bahamas, dieses will ich jetzt aber nicht so auch reingehen, weil sonst ufer ich wieder in der Sackgasse rein. Es ist eine Matrix, das beweise ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Das heißt, also ein Wort kann in zwei verschiedenen Orten in dir auftauchen. Einmal als Geräusch, gleichgültig, ob jetzt du denkst, du grübelst über irgendetwas nach. Das heißt, definitiv du Geist, rot gelesen, nicht existierend, hast den Eindruck, dass in dir einer spricht. Es ist deine eigene Gedankenstimme, die jetzt zwangsläufig in Verbindung mit deinem ausgedachten Körper steht. Kann eine weibliche Stimme sein oder eine männliche Stimme. Auf jeden Fall kommt die Stimme, von wem kommt das eigentlich? Von der Mund kann sie nicht kommen, da ist ja zu, wenn du da sitzt. Genau. Das heißt, du sprichst in dir Worte, gedachte Worte, aber es sind nur Geräusche. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Worte in dir auftauchen, die optisch sichtbar sind, dann müssen sie aber auf der VR-Brille sein. Das heißt also, optisch sichtbare Worte, geschriebene Worte, bestehend aus Schriftzeichen, wie wir das nennen, ist zwangsläufig immer eine sinnliche Wahrnehmung, außer du bist in so einem Zwischenzustand des Schlafens, dass du dir ganz bewusst hier jetzt Bilder in dir auftauchen, wo du weißt, die sind jetzt nicht sinnlich wahrgenommen, sondern die werden von mir gedacht. Das ist möglich. Du wirst merken, wenn dein Geist frei wird, du kommst in einen Zustand, dass du sogar mit geschlossenen Augen, wenn ich jetzt immer wieder sage, du denkst jetzt an einen Apfel, das ist ja nur das Wort Apfel da, das Geräusch. Den kannst du dir jetzt vorstellen, dann ist es das Runden. Umso mehr man sich konzentriert, kannst du in einen Zustand kommen, dass das wirklich ein geistiges Bild ist, wo dir auch, wenn du jetzt bewusst das anschaust, dir klar ist, dass das Bild nur gedacht wird. Ja, ja. Da braucht man Zeit lang dazu und es geht so weit, wenn du das perfektionierst, dass du sogar ein absolutes Farbbild aufbauen kannst in dir, als wenn du auf deine VR-Brille schaust, als wenn es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, obwohl du weißt, dass es nur ein Gedanke ist, dass du jetzt da liegst, mit dem Körper normal gesprochen, die Augen zu hast und du hast ein vollkommen reales Bild, wo du weißt, ich liege jetzt da, die Augen zu, ist ein irres Erlebnis, wenn du den Punkt erreicht hast, geistig. Mhm. Okay, also dass wir optische Worte haben. Und jetzt wird es als Bild. Und jetzt ist es interessant, das, was ich oft darauf hingewiesen habe, ein Wort Krebs, kannst du viele Vorstellungen aufbauen. Krankheit, Standzeichen, Schalentier, Gericht und noch viel mehr. Und mit Holofeeling wissen wir, dass du aus einem Wort ohne weiteres ein 400-500-Seiten-Buch machen kannst, ohne dass du den Kontext dieser Grundradix dabei verlässt. Das wird natürlich ein Riesenkomplex. Muss man sich damit beschäftigen, geht aber, wenn man Holofeeling studiert mit der Vordersprache, ist es ganz logisch. Also ich sage ganz einfach mal, in jedem Wort stecken Hunderte und Aberhunderte, Tausende von Vorstellungen, die streng arithmetisch mit dem Vordersprachensystem herausgeneriert waren. Gespiegelt dazu sage ich ein Bild, ein einzelnes Bild. Wir machen einfach mal eine Landschaftsfotografie, das du jetzt siehst. Ich sage sinnlich wahrgenommen oder als Fotografie. Und du musst jetzt das beschreiben, was rein verbal beschreiben, was auf dem Bild drauf ist. Wirst du feststellen, umso mehr Worte du benutzt, umso genauer kann der, der die Worte empfängt, das ist wieder wie eine Übertragung, kann das rekonstruieren aufgrund von Worten.
Das Witzigste, wenn ich sage, da ist eine Stadt drauf. Das Wort Stadt löst noch kein Bild aus. Das ist ein Komplex mit sehr, sehr, es ist immer das Küchenbeispiel. Und umso mehr Worte ich jetzt nur, wenn ich ein Haus beschreibe, Flachdach, Giebeldach, wie sind die Fenster, und ich muss umso mehr Worte ich benutze, beschreibe ich das Bild genauer, um das jetzt auf den Punkt zu bringen. Das ist sehr wichtig, dass du das jetzt verstehst, dass wir eine eigenartige Spiegelung haben, dass in einem Wort eine Unmenge von Bildern drinstecken kann und in einem einzelnen Bild wieder unendlich viele Worte drinstecken. Genau. Mhm. Das ist genau dieses Umdrehen. Ja. Und dasselbe hast du jetzt auch zum Beispiel mit gesund und krank. Mhm. Dass du immer wieder auch bei den 100%, dass du diese 100% Sicherheit, ist eine ganz klare Sache. Ich sage, entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Es gibt nichts dazwischen. Entweder verbindet sich ein Samenfädchen in der Matrix mit dem Ei, dann verkapseln sich das und es entsteht was vollkommen Neues, oder es verbindet sich nicht. Ja. Kontakt oder nicht Kontakt. Aber dir muss klar sein, dass das jetzt schon wieder, was ich ja nochmal ausschließen tue, dieses Wenn oder Aber, weil ja alles nur flächig ist. Wenn ich jetzt den Schalter von der Seite sehe, ist er offen, wenn wir von oben drauf schauen. Wenn ich das jetzt nur flächig sehe, ist es zwangsläufig geschlossen. Und da muss man damit zurechtkommen, dass alles, was sich widerspricht, was vollkommen Neues ergibt. Ja. Das Geheimnis steckt immer in den Worten drin. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Glaubenssysteme reingehen, was ich übrigens sehr, sehr einfach und perfekt, ich verweise immer wieder jetzt auf dieses Selbstgespräch, das ist hundertprozentig sicher. Entschuldigung. Das ist hundertprozentig sicher. Ich muss einen Schluck trinken. Da ist in Klammer noch dahinter das Opfer. Du musst was opfern. Und da war auch schön die Sache mit dem H, mit dem Buchstaben, der zu einem Wort wird. Mhm. Auch so ein Satz. Wenn du das verstanden hast, dass Holofeeling nichts verändert, Holofeeling ist allumfassend. Ich habe mal dieses Beispiel gebracht. Du denkst jetzt an den Computer und gleichgültig, ganz normal ein Computer, ein Laptop, und gleichgültig, wir haben jetzt einen USB-Stick und da können jetzt Dateien drauf sein, in irgendeiner Art und Weise, oder eventuell eine neue Software. Neues Betriebssystem. Ein Computer, der mit einem, man nennt es ja mit dem BIOS am Anfang, der mit einem göttlichen BIOS ausgestattet ist, dass egal, was du in den Computer für einen USB-Stick reinsteckst, egal welche Datei, welches Dateiformat, du klickst da drauf und er öffnet es. Mhm. Ja. Egal, in welchem Betriebssystem diese Programme geschrieben sind, eröffne das ohne Wenn und Aber, ohne dass du was machen musst. Selbst wenn du Betriebssysteme wechseln willst, kannst du ein Betriebssystem, ein neues, zusätzliches aufspielen, kann es sofort anfassen. Dann bin ich jetzt bis in die BIOS-Ebene runtergegangen für Computerfachleute. Ja. Das ist allumfassend. Ja. Das ist Holofeeling. Ja. Das ist immer, wenn ich betone, egal was in dir auftaucht, Holofeeling wird niemals, wenn du es verstanden hast, behaupten, dass es nicht nötig ist, dass es nicht wichtig ist, dass es nicht stimmt. Es ist einfach, und sobald was ist, muss dieses Seiende, das in dir auftaucht, aus dir kommen. Es kommt nie was von außen. Und das ist so unendlich simpel, das zu lernen. Ja. Es ist wie bei Holofing, es ist immer dieses Unglaubliche. Ich sage, was ist mit Glauben? Wie definierst du Glauben? Glauben ist ein blindes Fürwahrhalten. Du kannst das, was ich behaupte, mit Holofeeling sofort auf der Stelle überprüfen. Gib mir irgendein Wort in irgendeiner Sprache und ich sage dir, was es bedeutet, und dann wirst du in ein Wörterbuch reinschauen und sagen, das stimmt ja überhaupt nicht. Das Thema hatte ich so oft, zum Beispiel das Wort Sundi. Das Wort Sundi bedeutet okay. Wahrheit. Ich habe nur diese Äußerung gegeben und dann kommt man sofort, hey, ich habe nachgeschaut im Etymologie-Wörterbuch, das steht ja überhaupt nicht drin. Und dann hat er im Duden nachgeschaut, im Duden Etymologie war der Buch. Und habe ich gesagt, du musst jetzt einmal die Mühe machen, in dem Duden ganz hinten aufzuschlagen, und das ist eine Quellliste, und dann findest du zwei oder drei Dinge, drei Seiten nur mit Wörtern, mit anderen Wörterbüchern, wo hier der Duden sich ein bisschen was rausgeholt hat, und das hast du im Duden. Mhm. Wenn du die Bücher, die im Duden hin, die Etymologie-Wörterbücher, die Eltern, die hinten angegeben sind, wo die Auszüge hier aus dem jetzigen Buch, das du in der Hand hast, hier sind, wenn du die alle lesen willst, dann wirst du das finden, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Du hast bloß nicht lange genug gesucht. Mhm. Und jetzt ist es also so, dass diese Glaubenssätze, die wir haben, teilt man zuerst einmal schon sehr sprachlich in griechische Wörter. Und zwar in der Wissenschaft sind die Glaubenssätze, werden gerechtfertigt mit dem Wort Axiom. Mhm. Axioma,
Ich finde, schauen wir es uns an, habe ich ja tausendfach erklärt. Das heißt einfach, zuerst einmal, es ist würdig, geglaubt zu werden, ohne dass man es beweisen kann. Das heißt, die hundertprozentig sicheren Fakten der Naturwissenschaften sind alles aufbauend auf Axiome, wo, wenn du genau nachschaust, du nachlesen kannst, dass man das in keinster Weise beweisen kann. Das sind logische Konstrukte. Ich sitze zum Beispiel hier, ich mache bröslich jetzt, ich sitze hier da mit dem Holger. Und dann sage ich ganz einfach, wenn jede Seite, jedes Physikbuch, jede Wikipedia-Seite, wenn du selber denken würdest, würde dir klar, wie unendlich geistlos Menschen nachäffen und sich nicht ein allereinziges Mal die Gedanken machen, kannst du das überhaupt geben? Kann man das überhaupt entdecken? Ja. Ich will dir mal sowas zeigen, ich schalte mal automatisch um. Ja. Und zwar gehen wir jetzt ganz einfach mal in Wikipedia. Und da gehen wir den Meter ein. Und ich habe ja so oft über Lichtgeschwindigkeit und das Zeug sowieso. Wir bleiben mal nur beim Meter, pass auf. Das ist jetzt hier der Meter, die Basiseinheit. All das, wird man dir was anderes erzählen, einen anderen Wert würde ich hier hinschreiben, hier 125.000 Kilometer oder nur 1.000 Kilometer, dann würdest du das genauso nachblabbern, weil überprüfen kann das keiner, außer du bist in einem logischen System und baust mit einem vom Hörengesagten logischen System eine Messeinheit auf, die natürlich die nächsten Fehler beinhaltet, aber das ist jetzt eine Sache, da bin ich tausendfach drauf eingegangen. Wenn du Physiker bist, komm zu mir und ich lasse dir so die Luft raus, glaube es mir. Nicht, weil ich rechthaberisch bin, sondern nur mit Fakten. Mit hundertprozentig hier und jetzt überprüfbaren Fakten. Ich sage nur, zeig mir das Licht als Ding an sich. Und dann zeig mir eine Wellenlänge von Millionstel Millimeter. Und wenn du Chemiker bist oder Biologe bist mit einer DNA, die so unvorstellbar klein ist, ein DNA-Strang. Und all das, was du in Krimis siehst, wenn du deine Krimi dann Überprüfungen gemacht wird und dann entdeckt man hier und dort die DNA, wenn du weißt, wie DNA wirklich ist, du verwirklichst es in deinem Kopf aufgrund von Glauben. Mhm. Du bist ein träumender Geist und was in dir auftaucht, steht und fällt, immer daran denk mal, eine Metapher mit dem Computer. Das, was auf dem Computer auftaucht, steht und fällt mit dem Programm und den Daten, das ist dein Schwamminhalt, die von dem Computer zum Denken, zum Rechnen benutzt werden. Ja. Dieses ganze Zeug ist, bin ich reichlich darauf eingegangen. Ich will ein einfacheres Beispiel bringen. Ein Meter sollte den 10 Millionstel Teil des Erdquadranten aus dem Meridian von Paris betragen. Okay? Das ist jetzt hier praktisch über Paris vom Nordpol runter bis zum Äquator, wo wir den auch immer hinsetzen. Und jetzt pass mal auf, was hier steht. Im 19. Jahrhundert kamen allerdings genauere Vermessungen der Erde zum Ergebnis, dass der Urmeter um 0,02% zu kurz geraten ist. Der wurde 1799 definierte Meter, der hier übrigens festgemacht ist an den Meridianen, jetzt pass auf, haben die festgestellt mit dem Ergebnis, dass der Erdmeridianquadrat nicht 10.000 Kilometer, sondern 10.001 Kilometer und 966 Kilometer lang ist. Also ab 6 Meter auf Meter genau wird das angegeben. Wir haben festgestellt, da haben wir uns ja vorher um 0,02 Meter vermessen. Wie willst du das messen? Wir sind hier 1799. Ja. Und jetzt geh einfach mal los und mess die Strecke, wenn ich schon sage, von München. Wo setzt du in München den Meter an, wenn du in München anfängst? Genau. Und dann kommen wir in die Alpen. Und dann hast du deinen Meterstab. Dann misst du die Strecke von München bis Venedig. Wo ist der Endpunkt in Venedig? Ja. Diese Zahlen sind geistlos nachgeäffte Hirnwichserei, wie alles andere, auch dass die Erde eine Kugel ist. Das hat noch nie einer gesehen. Und dann wird dir bewiesen und dann halten sie die anderen Schriften hin, lest die ersten zwei Kapitel in Holofeeling, wo ich sage, na bring dann ein anderes gescheites Buch oder andere Fotografie und sagt, und ich werde dir beweisen, das. Du hast um dich herum Wahnsinnige und diese Wahnsinnigen um dich herum sind die Wahnsinnigen, die nur dann existieren, wenn du an sie denkst. Und wenn sie existieren, existieren sie hier und jetzt in deinem Kopf. Das Einzige, was du zu sehen bekommst, sind deine eigenen Informationen. Das ist das, was ein Traum sieht. Ein träumender Geist sieht immer nur seine eigenen Informationen und ein angeblich wacher Mensch sieht auch nichts anders. Ja. Es existiert immer nur der Gedanke oder die sinnlich wahrgenommene Information, die jetzt da ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und wir hatten jetzt das Gespräch,
dass wenn du jetzt als Brösel unter Brösel das ansprichst, dass die große Masse absolut ablehnt zu akzeptieren, dass wenn die jetzt etwas denken, ich sage jetzt, wir denken jetzt ganz einfach mal an Berlin, dass dieses Berlin nicht da außen ist, wenn sie nicht daran denken, oder dass ich jetzt ganz einfach sage, jetzt habe ich das Wort Berlin ausgesprochen, oder denkst du jetzt an die deutsche Hauptstadt. Und es ist der Glaube, dieser Bruch des zweiten Gebotes ist so unendlich massiv, dass du Leuten in keinster Weise hier klar machen kannst, wenn es wenn kein Geist ist, Leuten mit ihm sind einfach nur Personen, die du dir jetzt ausdenkst, selbst wenn die sinnlich wahrgenommen auf deiner Veröffentlichung sind. Die wollen nicht ums Verrecken akzeptieren, dass eine Information, wenn sie nicht gedacht wird, nicht existiert. Sie sind so felsenfest davon überzeugt, dass eine Erdkugel da außen ist, auf der sie sich jetzt als Affen befinden. Und all das müssen sie mit meinen Eiden beschwören. Ich definiere ganz, ganz genau, was die Sünde ist. Das Amartya ist etwas nicht bezeugen können. Das griechische, nochmal vorhergehende Selbstgespräch anhören, das griechische Wort Amartya, was im Neuen Testament hier in Bezug auf Apostel oder auf Jesus als Sünde übersetzt wird, heißt wörtlich übersetzt, etwas nicht bezeugen können. Ja. Alles, was du als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst, und jetzt sind wir bei den Axiome, das sind geistlos nachgeäffte Glaubenssätze, die du nur vom Hören sagen kannst. Und jetzt kommt natürlich die Schwierigkeit, dass man in vielen Fällen durch Glauben verwirklichen kann, du kannst es auch auf die Feuerbrille holen. Das ist immer wieder, du kannst sogar, wie in einem Computerprogramm in einer offenen Welt, ich erwähne das immer und immer wieder, wenn du es verstanden hast, wird es in dir nicht mehr auftauchen. Dann gehst du in eine andere Ebene. Und jetzt kommt hier in den Fängen, wenn du etwas fangst, wenn du dir etwas einfängst. Das ist das Fangen alleine schon. Da gibt es so viele Kleinigkeiten im Wort. Ich schalte mal da wieder zurück. Das gerade, wenn wir jetzt Worte durchgehen, das ist also das Erste, wir haben gesagt, bei der Naturwissenschaft haben wir die Axiome ganz kurz nachlesbar. Es ist wirklich geglaubt zu werden, weil es logisch ist. Und das ist das Falle. Du bist logisch, aber nicht geistreich. Ja. Und jetzt kommt ein Satz, den ich immer, darum wiederhole ich jetzt, bis dir Blut aus den Ohren rausläuft. Jede Logik, jedes Denksystem, nenn es einfach jedes Programm, eine Programmstruktur, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Brösel in dir auftaucht, ein Mensch auftaucht und behauptet irgendwas, dann läuft diese Kiste, wir denken uns jetzt, jeder menschliche Kopf wäre eigenständiger Computer, mit einem eigenen Schwamminhalt, mit einem eigenen Programm und eigenen Daten. Und jetzt treffen wir hier, du bist ja der Beobachter, der sich das ausdenkt. Du denkst jetzt dich aus mit deiner Logik als Brösel, als Mensch und immer dran denken, Sätze für Mensch, Körper ist gleich Gehäuse, Gehirn ist gleich Computerchip, dein Intellekt, den du zu bringen hast, ist die Software, das Programm und die Daten. Und jetzt denken wir uns an anderen Menschen, an anderen Computer aus und die dann jetzt miteinander kommunizieren. Das heißt, der eine mit seiner Logik sendet verbal Daten aus und der andere nimmt das auf, diese Daten auf und mit seiner Logik kann er die entweder anfassen oder nicht anfassen oder macht aus den Worten, die ankommen, ganz andere Bilder, wie der eigentlich im Kopf hat bei den Worten. Ja. Wenn ich nur das Wort Krebs hinstelle, kann ich mir jetzt zwei Menschen denken, die hören das Wort Krebs. Einer hat in der Familie einen Krebs oder dasselbe Krebs. Der wird sofort bei dem Wort Krebs an Krankheit denken. Und der andere ist ein Spitzenkoch, die zurzeit Fischwoche haben, der denkt dann an das Schalentier. Genau. Und der andere ist nur Astrologie und Astrologie am Computer, der denkt an sein Standzeichen. Ja. Es ist immer aus dem Zusammenhang gerissen. Hm. Okay, wir haben jetzt diesen Zustand, dieses Hin und Her. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass es nie eine Vereinigung gibt. Das heißt, wenn jetzt einer was äußert und der andere mit seiner Logik sagt, das ist verkehrt, das ist falsch, ist nicht diese Logik des anderen falsch, sondern deine Logik ist unvollkommen. Ja. Einfacher Satz, jedes Denksystem, jede Logik, die im Widerspruch zu einer anderen Logik steht, dass irgendeine Logik, ein Computer was äußert und sagt, es kann da dein nicht leben, ist nicht das Problem an deiner Logik. Ja. Das hebt den ganzen Religionsstreit und alles aus den Angeln. Da habe ich so einfache Beispiele immer wieder mit Christen. Und was für ein Christ? Ich bin Buddhist, ja, was für ein Buddhist? Mhm. Du äffst doch nur noch, das ist Schwamminhalt. Du suchst dir das nicht raus. Das Schwammbeispiel ist so unendlich tief. Ja. Den Schuh muss man sich anziehen. Darum ist auch diese Kritik, jede Kritik, die er nur äußert, ist ja eigentlich eine logische Bewertung von irgendetwas. Mhm.
Das sagt nichts aus über das, was kritisiert wird. Das ist eine ganz klare Aussage. Egal, was einer behauptet oder kritisiert, bewertet gleichgültig, ob er das richtig oder verkehrt oder gut oder böse definiert. Es sagt alles aus über seine Logik. Hätte er eine vollkommene Logik, würde er in der Art und Weise qualitativ überhaupt nicht mehr definieren. Die Fähigkeit zu schauen, ohne in irgendeiner Form Qualitäten zu bestimmen, sondern nur zu erkennen, was ist, dazu benötigst du komischerweise eine ganz absolute Minimallogik. Schau einfach, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Cut! Mach dir bewusst, welche Information jetzt in dir vorliegt. Dann hast du sinnlich wahrgenommene Information, das ist das, was auf deiner Farbplatte drauf ist. Das ist nicht da außen. Du träumst jetzt. Okay. Und wenn dann das einmal bewusst wird, wir wollen ja wirklich jetzt frei werden, du musst mir die Möglichkeit geben, und mir ist jetzt natürlich nicht der Gedanke, Udo, dass ich dir was vollkommen Neues einspiele. Und ich werde nichts vollkommen Neues einspielen, wenn du meinst, das Hirnheil liegt schon in deinem jetzigen Wissen. Es macht Angst. Angst entsteht, weil du nicht von unten nach oben sehen kannst. Genau. Und ich habe wirklich vor 30 Jahren schon gesagt, wenn du jetzt ein Computer bist mit Basic-Logik, Betriebssystem, wo nur Basic-Programme laufen, wobei dann innerhalb der Programme haben wir auch, wir brauchen mal Windows, muss dir klar sein, es gibt Programme, die auf Windows laufen, die als Einzelprogramme untereinander auskompatibel sind, auch Sachen austauschen können, und es gibt andere Windows-Programme, die mit diesen kompatiblen Windows-Programmen überhaupt nichts anfangen können. Zum Beispiel in der Textverarbeitung. Wenn wir jetzt unseren Tenach nehmen, es wäre schön im Tenach, wenn wir hier einfach den hebräischen Text kopieren und man könnte den Geometrie-Explorer reinziehen oder den Text. Du kannst aus dem Tenach kannst du zwar die Sachen markieren, und aber das ist teilweise kompatibel jetzt mit meinen neuen Windows Textverarbeitungssystemen. Das Dateiformat. Das ist dieses riesengroße Kuddelmuddel, das natürlich seinen Sinn hat. Ein universeller Computer könntest du kopieren und reinstellen. Er setzt das automatisch um, was genau was du willst. Das musst du selber sein. Und die Logik ist natürlich jetzt der Quantencomputer, was die nicht mitkriegen. Alles hat ja einen Sinn, ist jetzt eigenartiger, dass wir nicht mehr nur ein und aus, ja oder nein haben, sondern dass es gleichzeitig da ist. Dann sogar vier Seiten. Das sind die bestimmten vier Seiten vom Einheitskreis. Und das klingt jetzt für normale Menschen so vielfältig, und wenn ich jetzt sage, verdammt nochmal, ist es so schwer zu verstehen, du hast in dem Leben einzig und allein zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen. Und dann musst du dich lösen von dem geistlosen Nachäffen, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Wenn ich mich jetzt als Brösel und der Brösel mit dir hinsetze und du bist neugierig wie ein Kind auf was vollkommen Neues, und wir gehen jetzt nur mal die Fehler in den Physikbüchern durch, auf jeder Seite, ich verspreche es dir, dann wird dir, was jetzt ein ausgedachter Redo nickt jetzt so, das sind wahnsinnige, du warst sowas verfassungslos. Wir sind jetzt hier mal eine kleine Palette von Schulmedizin durchgegangen mit der Nadja. Es ist ja eine studierte Ärztin, die sagt, das ist unglaublich, dass ich 20 Jahre, dass das jetzt plötzlich in ihr aufplatzt, was für einen unendlichen Scheiß mit Widersprüchen sie nachäfft. Ja. Und du lässt dich so zoomen über die Massenmedien, wo ich auch immer wieder sage, vorher und nachher, es geht bei Holofilling in keinster Weise, was stimmt und was nicht stimmt. Es geht erst einmal darum, was ist jetzt eigentlich da, wenn du über die Ukraine redest. Ja. Diese unendliche Erbärmlichkeit der Figuren in deinem Traum, die ich in dir auftauchen lasse. Es ist übrigens jetzt nicht lieblos, was ich sage. Es ist auch einer, der sich einen Führerscheinprüfungsbogen ausdenkt, um zu testen, ob du schon liebesfähig bist. Die Geistlosigkeit deiner Politiker weltweit, die Machtgeilheit. Da haben wir ja diese Baugenschläge bei uns im Chat. Können wir eventuell unten dran stellen, wenn wir das veröffentlichen sollten. Das ist jetzt immer ein Fragezeichen. Wahrscheinlich wollen wir es veröffentlichen, wahrscheinlich nicht. Was heißt veröffentlichen? Ich jetzt nochmal ganz klar. Meine Selbstgespräche richten sich nur an den Geist, der sich das ausdenkt. Und der hört es ja jetzt. Das heißt, der, den ich das erkläre, der hört es jetzt. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Es ist nicht abhängig, dass dieses Selbstgespräch als Aufzeichnung im Internet irgendwie auf YouTube veröffentlicht wird. Das ist jetzt eine einseitige Aussage gewesen. Nötig und nicht nötig. Die Vollkommenheit sind zwei Seiten. Also prinzipiell richte ich mich an den Geist, und der Geist, der Einzige, der das hören kann, der hört es jetzt.
wo liegt jetzt der Unterschied bei den anderen? Ich sage immer wieder die Geistesfunk. Ich merke das ständig, dass das vergessen wird. Also die Äußerungen, du weißt gar nicht, wenn du jetzt unbewusst etwas äußert, wie ein bewusster Geist, der dir zuhört. Ich muss immer wieder in diese Brüsselebene gehen, der Existenzen. Mhm. Weil was ist, wenn nichts existiert? Was ist der träumende Geist, wenn er nicht träumt? Ja. Träumende Geist wird aber nur mit seinen Informationen konfrontiert. Es sind immer Informationen. Auch deine sinnlichen Wahrnehmungen sind sinnlich wahrgenommene Informationen. Und jeder Moment, den du denkst, denkst du jetzt. Jetzt kann ich sagen, mach dir die Mühe. Ich lege es dir ans Herz. Hör dir nochmal, wenn du es schon 3-4 Mal gehört haben solltest, nochmal, das ist hundertprozentig sicher. Mhm. Es wird dich nicht langweilen, wenn du sehr aufmerksam zuhörst. Ja. Weil es setzt sich irgendwann einmal, wirst du es nochmal wiederholen müssen, weil ich nenne das, weil es installiert ist. Mhm. Da hatte ich vor 30 Jahren das Beispiel mit Autofahren. Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so, weil viele Autos automatisch haben, aber ich sage einfach, du hast einen Führerschein, wir gehen mal davon aus, du hast den Führerschein. Du machst deine Fahrschule, du bestehst die Prüfung, Theorie und Praxis und du kriegst einen Führerschein und du fährst das allererste Mal los, mit dem Auto, Handschaltung natürlich, im Großstadtverkehr, Feierabendverkehr. Kein Fahrschullehrer neben dir und ich sage jetzt, die Ampel ist rot und du stehst an einem leichten Hang an der Ampel. Und jetzt muss dir klar sein, wenn du keine Fahrerfahrung hast, keinen positiven Automatismus, wie ich das nenne, bist du voll unter Stress. Du musst auf den Verkehr aufpassen und du musst dir an der leichten Steigung losfahren und jetzt ist die Schwierigkeit Handbremse, Kupplung, Gas. Auf der einen Seite bist du bemüht, dass der Motor nicht aufholt, auf der anderen Seite willst du den Motor nicht abwirken. Mhm. Dieses Spiel kommt beim Losfahren alleine, setzt dich voll unter Stress, wenn das noch nicht positiv automatisiert ist, weil du musst es ja bewusst machen. Ja, ja. Mhm. Und dann noch auf den Verkehr aufpassen. Mhm. Wenn du dann einmal ein erfahrener Autofahrer bist, können wir beim Feierabendverkehr, wenn ich dabei bin oder irgendwer, können wir philosophieren und uns unterhalten und du magst das alles, denken wir uns jetzt zumindest, ohne dass du nur einen Hauch dran, einen Gedanken dran verschwendest, wie du das magst, das ist ein positiver Automatismus. Ja. Und dasselbe muss mit Holofeeling passieren. Mhm. Das heißt, alles, was ich jetzt immer wieder wiederhole, weil du es eindeutig vergisst, mhm. kannst du es beschwören, dass du es nicht ständig vergisst. Ich müsste jetzt nur sagen, während du dir dieses Video anhörst, muss nur eigenartiges Geräusch in dir auftauchen, dein Handy muss klingeln, du gehst ans Handy und es ist irgendwas Wichtiges. Mhm. Und dann ist die Geräusche, die du jetzt am Ohr hast, sind schon wieder da außen. Mhm. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Im Moment zumindest noch. Mhm. Wenn du absolut wach bist, dann ist überhaupt nichts mehr da außen. Es war auch nie irgendetwas vorher und es wird in der Zukunft nie irgendetwas passieren. Das ist dieser Wechsel, du kannst auch deine Gedanken nicht beeinflussen. Das ist, kann man in der Esoterik überall nachlesen. Es taucht auf und es verschwindet. Der sich's anschaut, ist ein Nichts. Das bist du. Natvamasi heißt sie meinen Upanishaden. Das bist du. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wenn du das erreicht hast, dass du anfängst, was vollkommen Neues haben zu wollen und plötzlich wirst du krank. So eine Scheiße. Es ist was Neues. Es ist schon neu. Du wolltest dich ja nie um, du hast es immer wieder bekämpft. Du bekämpfst es und bekämpfst es. Das sind lauter solche Kleinigkeiten. Ich könnte jetzt so vielfältig werden, wenn ich immer den Udo jetzt nehme als Beispiel hier. Ich habe ja hier einen Riesen, einen Riesen Neuen. Muss man doch zum Arzt gehen. Alle machen sich Sorgen um den Udo. Ich sage, habt ihr überhaupt nichts begriffen? Wenn was wachsen will, dann lass es wachsen. Es gibt nichts Gutes und Böses. Es gibt so Beispiele mit dem Unkraut auf dem Säe den Samen aus und lass ihn wachsen und dann heißt es, das eine kann man mitnehmen und das andere kommt weg. Mhm. Das hat nichts mit Gut und Böse zu tun, weil der Berg, das Wellental, ich sage die Wellen, die Haufe ist ja da, aber das dazugehörte, rausgeklappte ist ja nichts. Aber wir brauchen das. Meine nicht systemrelevanten Parameter benötigst du für einen systemrelevanten Parameter. Mhm. Auch, dass du nur immer Oberflächen siehst. Mhm. Du kannst die Hinterseite nie anschauen. Du musst die Hinterseite zur Vorderseite, die Kehrseite zur Vorderseite machen, zur Richtung machen, dass du das siehst. Ja. Beispiel mit der Erde, die wir mit der Sonne anstrahlen. Mhm. Die Erde, wenn wir die Sonne sind, wir sind ein Beispiel drauf, dann ist ja eine helle Scheibe da. Ja. Dann ist das Dunkle ist nicht auf der Seite, sondern drumherum. Hintergrund, genau.
Es ist so simpel, wenn man sich einmal auf dieses Denken einlässt, aber was viel, viel wichtiger ist, dass sich an einem selbst ja eigentlich nichts verändert. Ja. Also wir haben jetzt die Axiome der Naturwissenschaften, die geistlos nachgeäffte Axiome, eigentlich in der Religion nennt man das Dogmen. Ja, genau. Das sind die Dogmen in der Religion. Und dann schlagen die sich die Köpfe ein, wenn ich jetzt hier, wir sitzen da, ich mache wieder was Brösliches hier, weil wir den Bär Vogel gehabt haben, hier den Salavisten, Prediger. Ein lustiges Keilchen könnte ich jetzt sagen, für viele ist es ein böser, bösartiger Salavist und der erklärt dann, was Gott ist und was nicht Gott ist und was, ob die Ehe sinnvoll ist. Ist vollkommen logisch, wenn du die Gedankengänge mitgehst und viele konvertieren, viele junge Menschen, weil sie die Schnauze voll haben von dem verlogenen Christentum, konvertieren jetzt in diese Richtung rein. Es ist aber alles geistlos, fehlerhaft nachgeäfft mit Vorstellungen von Gut und Böse und richtig und verkehrt. Es ist alles logisch für seine Logik. Und ich glaube, jetzt nochmal, jede Logik, die einer anderen Logik widerspricht, ist zwangsläufig unvollkommen. Ja. Aber jetzt sage ich, Cut. Was viel wichtig ist, ist dir jetzt die ganze Zeit bewusst gewesen, wenn du dir irgendwas ausdenkst, dass es nur deshalb ist, weil du jetzt aufgrund von Geräuschen dir eine Vorstellung in dir aufbaust? Ja. Was stimmt daran nicht? Es ist so unendlich lächerlich für alle. Dir muss das klar sein, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wirklich ganz wenige Ausnahmen. Dass das geistlos einfach nur Figuren in einem Raum sind. Die haben auch keine Überlebenschance. Sich im Kopf zu zerbrechen, ob ich einmal in den Himmel oder in die Hölle komme, ist immer noch ein Gedanke da an mich als ein Säugetier, das möglichst lange überleben will. Ja, genau. Das ist, dein Körper ist weg, wenn du ihn nicht denkst. Hallo, guten Morgen. Hallo. Das ist eigentlich dieses ständige Spiel vom Wechsel und dann haben wir jetzt die Dogmen und dann gibt es nochmal ein drittes schönes griechisches Wort, das ist das sogenannte Paradigma. Ja, ja genau. Dieses Pari, dieses unmittelbare seiende Digma. Und man müsste nur einmal in Wörterbücher reingehen und es würde einem das Herz aufgehen, wenn wir zum Beispiel dieses ganze fingierte Wissen jetzt, dass ich hier, du kannst Leute, deine Demokratie und deine Öffentlich-Rechtlichen, diese unendliche Verarschung, ist ja eigentlich nur die eine Seite, was viel schlimmer ist, ist diese absolute medienhörige der Masse, der breiten Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Ja. Dieses Fine, Finis, das Ende, das Einzug. Wir haben ja so viele verschiedene Wörter für Ende. Ob wir das Katz nehmen in Hebräischen, und gerade bei dem Finis kommen wir mal kurz zu dem Fingieren. Ich gehe mal da ganz kurz einmal rüber. Schauen wir uns das einmal an. Pass auf. Dieses Finis Finalis ist eine ganz interessante Grenze betreffend. Das heißt einmal, das Ende betreffend, am Ende befindlich stehend. Schauen wir mal. Da haben wir schon All und das göttliche Bewusstsein. Rot, wenn wir das machen, Gott ist das göttliche Bewusstsein und dann haben wir dieses Fien. Und jetzt musst du zuerst einmal eins wissen, dieses Fien, wir haben übrigens das Penia gehabt, wenn wir das austauschen, diese ja. Radix, dass das F und das BH im Hebräischen ja dasselbe Zeichen ist. Und dass wir hier das immer beides rot und blau machen können. Das ist so ein super System, wo du in kürzester Zeit einen Heilungsprozess kriegst. Du hast einmal die Weisheit, und dann hast du das Wissen. Jetzt wissen wir aber, dass das P mit einem Punkt, da wäre jetzt ein Bündchen, eine Dacke drin, musst du jetzt nicht wissen, sondern dass das ja auch ein F ist, der Laut F. Ja. Im Hebräischen haben wir nur. Da haben wir dann auch ein rotes F, das ist dieses Finis. Und das blaue F wäre dann eine Facette. Mhm. Eine Facette, die in dem Finalis auftaucht. Und jetzt ist es natürlich hier Finale, das am Ende sein. Das Ende ist komischerweise nicht oben und nicht unten, sondern die Mitte. Mhm. Das kleine Bild auf. Mhm, genau. Und darum spricht man hier bis ans Ende, Finaliter. Ich könnte jetzt da sehr jedes Wort Finalis. Interessant ist das Findo. Da haben wir jetzt in diesem Fine, im Finis ist Wissen. Wissen. In diesem Finis ist Wissen. Übrigens, der Fin ist der Bin. Mhm. Genau. Das ist das Männliche, das in das Weibliche eindringt, der Penis, innen, außen, das Zentrum, der Geist im Zentrum. Okay? In der Grobübersetzung. Bin ich so ein Stecknadelkopf. Das ist zum Beispiel hier, pass auf, ganz interessant, ich habe dir doch gesagt, dass das was mit Finden zu tun hat.
Mhm. Wir schauen uns einmal das Finden des Bian, das kommt immer altindisch. Pass auf, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Spannend, ohne Ende. Das Finden ist das da mal durch einen Zufall. Interessant, das hast du schon, eine generierte Kollektion. Mhm. Sobald du in einer Kollektion was generierst, wir sagen jetzt, die Kollektion heißt Küche und wir generieren einzelne Bilder heraus, dann fällt dir was zu. Ja. Das Waff ist jetzt definitiv, dass wir was aufspannen. Ich mache da extra mal einen zweiten auf, dass ich das nicht immer wegmachen muss. Zu. Okay. Befehl. Tausendfach erzählt. Du hast zwei Fehlen oder du steckst im Fehlenden genau im Zentrum. Ort heißt eine erweckte Generation. Mhm. Und das Ganze kriegt eine Form. Diese Form basiert Atbasch übrigens immer hier und jetzt. Das ist P, beziehungsweise F. Da haben wir diese Radix-Pyramidenwert, ist 186. Mhm. 186 wissen wir, hier ist Kop. Mhm. Das ist der Affe, der in sich eine Affinität aufspannt. Die Affinität ist ein gewisser Effekt. AFF, EFF. Äußere Wert 186. Das sind die Affinitäten. Da kommt die Sprache der Physik mit dazu. Übrigens hochinteressant, basiert im Logos von Testudo. Ja. 92. Insider verstehen den Witz. Mhm. Ich sollte mal den ganz kurz noch weitermachen, wo wir da hinkommen. Da kommt jetzt hier Finban, Herkunft. Ein Durchsuchen und durch Nachdenken. Geistloses Nachäffen kannst du sagen. Stößt du plötzlich auf etwas? Auf eine neue Internetseite, wo was behauptet wird? Auf ein neues Buch? Ein elementarer Satz, wenn du mir als Beweis irgendein Buch, irgendeine Behauptung eines Menschen, wir sagen es nochmal modern, eine Internetseite zeigst, ich zeige dir zum selben Thema 1000 Internetseiten, die das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes zum selben Thema behaupten. Eine meiner leichtesten Übungen. Woher nimmst du diese Arroganz zu glauben oder warum bist du so überzeugt davon, dass die Seite, die du mir zeigst, die richtige Wahrheit äußert? Jetzt nimm einfach, dass diese unterschiedlichen Meinungen einfach unterschiedliche Perspektiven sind auf eine Kollektion und ist auch deine Internetseite ein bisschen richtig. Ich sage, der Stecker ist ein Auto, der Salzstreuer ist eine Küche. Du hast aber den höheren Komplex nicht verstanden, der du letztendlich selber bist. Komplexus, zusammengeschmissenes. Okay, jetzt heißt es hier, kommen wir zu Bonds, das ist die Brücke. Beginnt übrigens mit BR, das deutsche Wort Brücke beginnt mit BR, das Äußere. Mhm. Das kommt aber wieder innen zurück. Mhm. Ja, nach innen rücken. Ja. Wissen wir, ist das Fundament, das heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten, da müssen wir jetzt extra nochmal in das Ment, das heißt Ment alleine, Mendo, Mendio, da kommen wir dann vielleicht noch dazu, von UB, ist der Knüppelweg, die Brücke, dieses ist eigentlich eine Spiegelung, wird da beschrieben. Ich mache das sehr oft. Wir können jetzt jedes Wort, wenn wir jetzt da uns Zeit nehmen in einer Stunde, was zu verstehen, dass das absolut arithmetisch, selbst wenn wir Zahlen einsetzen, dass das ein Computerprogramm ist. Und jetzt kommt dann das Antreffen, das Finden. Schon wenn du nach was suchst, kommt das stochastische Denken zum Zug. Mhm. Du fandest förmlich nach etwas, weil du dann ganz bestimmte Ergebnisse bloß akzeptierst und andere sortierst du sofort aus, weil es dir nicht in den Kram passen. Okay? Du willst ja, dass deine Ansprüche deiner Logik befriedigt werden. Das ist immer wieder reflexiv, sich zufrieden geben. Aber ob jetzt das jetzt hier, schau mal, wenn wir das rot machen. Die Frucht des Paradieses eben ist auch die Ewigkeit. Die Frucht des der Ewigkeit ist immer ein Geist, der eben ist. Ja. Und dann kommst du hier. Rechtssache belegt die Bedeutung durch Gerichtsurteil absprechen, aberkennen. Abfindung, eine Erfindung. Jetzt geht schon los. Bisher noch nicht vorhandenes Ersinnen. Das, was bisher nicht da außen war, musst du dir zuerst ersinnen. Du musst dir was vollkommen Neues ausdenken. Eine Welt der Heiligkeit ist eine Welt, wo es keine Gesundheit und keine Krankheit mehr gibt. Das würde ich aber dann auch nochmal interessieren, weil du auf eine höhere Ebene kommst. Mhm. Das heißt, das ist nur noch ein Chat da, wo du nochmal zerdenkst, weil du erkennst, das macht keinen Sinn. Der Mensch zum Beispiel als Ganzes ist nicht irgendein ausgedachter Körper im Laufe des Lebens vom Säugling bis zum Greis. Mhm.
Und da haben wir schon das nächste Problem. Wann hat das Leben des Menschen begonnen? Frag das einmal und dann wird zuerst einmal jeder spontan sagen, ja, bei der Geburt. Mhm. Sag ich, du lässt die ersten drei schon weg. Wenn ich jetzt unsere drei Wachstumsstufen grob gedacht, beginne es bei der Geburt, dann kommt die Pubertät, dann die Wechseljahre und dann der Tod, die Auflösung. Drei Wachstumsstufen. Ich sage immer, ich rede von dreimal drei Wachstumsstufen. Mhm. Dann wirst du feststellen, das menschliche Leben eines Säugetiers beginnt nicht bei der Geburt, sondern bei der Befruchtung des Eis in der Matrix. Die Matrix, die vor der Geburt kommt oder vor der Geburt steht, ignorierst du jetzt schon. Mhm. Du lässt was weg. Das heißt, du musst dir etwas Neues ersinnen und das dann erschaffen und dazu brauchst du den Affen die Affinitäten. Ich rede jetzt nicht unbedingt von einem Säugetier. Ja. Und dann wirst du das aus dir heraus findig machen. Dick, jetzt kommen wir zum Fischer. Mhm. In dir ist das Meer. UB 86 Elai, um Gott, das Meer, ein Symbol für einen Punkt. Ich sage einfach immer physikalisch, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und wenn dann Physiker sagen, irgendwas muss ja da gewesen sein, da muss ja was drin gewesen sein, ich sage, Energie. Mhm. Eure Energie in euren Physikbüchern, das ist dieser Punkt, bevor er geknallt hat. Ja. Eine Energie ohne Form. Ein absolutes Nichts, das man nicht vernichten kann, weil es nicht denkbar ist, weil es nicht existierend ist. Und alles, was prinzipiell existiert, ist gleichzeitig da drin. Allah nennen wir das. Ja. Der Ele. Und jetzt brauchst du den Menschenfischer, den Dick. Da kommt jetzt die Sprache, das ist wie ich dick. Bemerken, erfahren, erfinden und jetzt kommt der Sohn, der erwachte die Sonne. Mhm. Das Ersonnene. Und das ist jetzt, bist du eigentlich der Affe, der von einer Sonne beschienen wird, wenn du an deinen Körper denkst? Oder bist du die Sonne selber, der Sohn? Mhm. Satan, englisch, wir tauschen hier nur das O und das U. Das heißt, du wirst jetzt Folgendes feststellen, wenn du den Sun nimmst, das ist ja der Sohn. Mhm. Die Sonne schreibt sich ja nur unten mit einem U. Ich denke mal, die untere Hälfte, wir machen, wir teilen jetzt dieses O mit einem R-Strich und dann hast du unten ein O und oben hast du ein N. Mhm. Ja. Das ist unten U verbunden und oben existierend. Unsere Nulllinie. Ja. Das ist, wo man das nacheinander macht. Ist es jetzt, ist es da, jetzt ist es wieder weg. Nein, das gibt es nur gleichzeitig. Auch diese Zeichen, es gibt überhaupt keine Zufälle. Ich kann dir alles bis ins Detail erklären. Aber nicht mit einer momentanen Logik, weil Basic war Windows dort nie verstehen. Du musst erst einmal das neue höhere Ebene zulassen, dass ich das in dich einspiele. Und dann kommt dann der Erfinder, immer das Finn. Wir sind Finn. Ich lasse einmal, wenn wir runterfahren, ich lasse das einmal jetzt mit dem Findelkind findig machen. Spitz, findig, ausfindig. Wer jedes Wort wert, mir geht es um was anderes, was ich dir zeigen will. Dieses Finden ist Finden. Schau, ich kann jetzt das Finden bin. Das ist dieser eine Penis. Und wir können dieses Findo, da wissen wir jetzt, das ist das Findo, dieser geöffnete Augenblick. Steht ja unschön da. Ein geöffneter, hier, das geschlossene Bewusstsein rot. Das ist ein Augenblick, oder? Augenblick. Entschuldigung, hab schon gesehen. Jetzt haben wir. Schau, wir haben das geschlossen, die Quelle ist geschlossen und dann haben wir an der Oberfläche eine Öffnung eines Augenblicks. Mhm. Und das ist zwangsläufig dein Kenntnis, dein Wissen. Das ist das, was du jetzt in dem Moment, in dem Augenblick, was du, die Information, die jetzt vorliegt, die wird aber mit dem nächsten Gedanken ständig ausgetauscht. Ja. Erkenne das, verstehe das, Ehe, in der Ehe haben wir hier dieses Verbinden wieder, lerne erkennen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Da kommt jetzt dann übrigens das Dogma. Das Wissen ist GMA. Gehirn wird zu einer gestaltgebundenen Schöpfung. Symbolisch gesprochen. Okay? Mhm. So. Das heißt, das da mal spalten, weil Wissen ist ein Bissen. Und wir müssen zwangsläufig uns selber spalten in zwei Hälften. In das, was wir uns ausdenken, und uns selbst. Als ausgedachter Mensch. Das ist ja was anderes wie ich. Nach seinem natürlichen Gefüge in zwei Teile trennen, Denker und Ausgedachtes. Macht das Sinn? Mhm. Das ist nämlich, dass hier das Ende, da ist eine Grenze, eine Brücke, dass wir das erst einmal trennen
Und das heißt jetzt gewaltsam, wir zerteilen uns und ZR ist die Geburt einer Berechnung, ist immer nur ein Selbst. Alles, was du dir ausdenkst, denken, schon das Wort denken für sich alleine, Ideen hast, eine geöffnete Existenz, hast dafür hebräische Urteil. Wissen wir ja. Das wissen wir. Das letzte Wort ist Navis. Ich mache immer gern Maschinenübersetzung, wobei wir das genauer anschauen müssen. Das Schiff ist oft repariert. Was ist eigentlich eine Reparatur? Reparieren, re heißt immer zurückkehren. Das ist ein Lichteck geworden. Mhm. Die Äquator wird zu Worten. Mhm. Das ist jetzt ganz einfach, dieses sich spalten, sich teilen, zerplatzen und bersten. Schau dir mal das an, das ist Findi. Mhm. Die I ist übrigens hier genug. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt ein Zerplatzen. ZR wissen wir heißt zu Form werden. Das heißt Wunder. Mhm. Zur Form gewordene Wunder und die sind im Ersten. Ja, Freude. 10 Punkte für Arian. Das passiert im Ersten. Ich sage immer, der Erste ist der träumende Geist. Das ist der Adam. Mhm. Der Adam ist sehr wenig Körper. Der ist Denker und Ausgedachtes in einem. Immer dieses Beispiel, wenn ich sage, ein ausgedachter Denker, gehe ich übrigens auch ganz, ganz toll wieder darauf ein, in diesen, das ist hundertprozentig sicher. Der ausgedachte Denker und seine Gedanken. Auch der Denker ist was Ausgedachtes. Der eigentliche Geist ist nicht denkbar. Ganz tolle Maschinenübersetzung hier, wenn man übrigens reingeht. Auf dem Mars werden die Schlangen von ihren Lidern zerrissen. Das macht jetzt im ersten Moment nicht recht viel Sinn. Wenn wir uns das genauer anschauen würden, würdest du sehr viel Freude haben. Ich verspreche es dir. Ich möchte vor Ärger zerbersten im Ersten. Bersten im Ersten vor Ärger. Mein Herz und Hirn möchten mir zerspringen. Und so weiter. Also das ist der Spalt. Und jetzt kommt eigentlich, ich habe jetzt so weit aus, dieses Fingibilis ist erdenklich und scheinbar. Das heißt, das Äußere ist nur Schein. Und jetzt kommt, wir fingieren, das Fingo. Jetzt muss man das doch mal wissen, dass dieses Go ist in dir drin. Interessant drücken. Das ist hier das Innere, das Innerste deines Körpers, ganz in der absoluten Mitte, in einer Gemeinschaft, wo alles eins ist. Halt, Entschuldigung. Die eine Mitte, die absolute eine Mitte, das Absolute in der Mitte, das ist Urknall, bevor er gegen Alter, und alles andere ist Peripherie. Dieses Peri heißt ja ringsum, Peri heißt, du trägst es ringsum. Ja. Alles, was du dir um dich herum ausdenkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, ist hier und jetzt deine Information, das steckt da drin. Das, übrigens, wenn wir jetzt dann die Sprachen wissen, was hat es mit dem Bauch zu tun und mit den Eingeweiden? Wir haben jetzt schon gemeint, die Quadrat ist mein Wissen, die Weisheit. Und der, das führt dich dann zu Gastro, Gast, Gaster. Gastro. Das führt dich Gastro, da haben wir übrigens dann die Neunen, aber das Fingo, was das jetzt eigentlich bedeutet, und da heißt jetzt eine Masse, oder in einer Masse Formen gestalten und bilden. Bildend schaffen. Was ist Masse als Ding an sich? Ich sage immer, Masse ist definitiv etwas, was nichts mit Gewicht zu tun hat. Masse ist meine 200 Gramm rote Knete. Und da müssen wir jetzt ganz einfach wissen, dieses Wort Masse. Die Masse ist es Tun, Esse, Asse. Vom Tun handeln. Genau. A-S-H. Das ist die Art, ein Aktivieren in dir, ein Ausführen, ein Machen, ein Tun. Das ist die Masse. Du musst dir die jetzt erst ausdenken. Wir können ein M davor setzen. Das ist jetzt, das kann ich Masse lesen. Und dann wirst du der Aktivierende, der praktisch diese Handlung, letztendlich die ganze Wirkung künstlich in sich selber ins Geschehen setzt. Das ist der träumende Geist. Und du fängst an, dich selbst die 200 Gramm rote Knete, E-Quadrat, eine Form zu geben, N-Quadrat, M ist eine Gestaltwertung mit der hoch 2 und das Ganze passiert in 4 Phasen, C hoch 4. Mhm. Energie wird ständig in eine andere Form umgestaltet, von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, das ist Fingo, es ist fingiert.
Lass uns doch mal weiter runterlesen und du wirst jetzt merken, dass das hier exakt perfekt beschrieben wird. Das sind übrigens ganz, ganz irre tolle Beispiele. Von menschlichem Geschick, Natura Humane Fingit, gestaltet vom menschlichen Geschick. Schau mal, was da die Maschinenübersetzung daraus macht. Vorgetäuschte menschliche Natur. Gestaltet vom menschlichen Geschick. Versus erschaffen. Von der Seele. Qua. Ganz toller Satz. Schau dir das an. Qua. Mende. In Fultus Fingitur. Von seinem Inneren. Jeder der Mine ein Spiegel ist. Und man merkt jetzt, wie weit hier im Latein heute das Qua, wie weit im Latein natürlich das sehr frei auch überlegt wird. Ich würde ausgelegt. Mit dem Verstand, in der Gesicht, im Inneren, Ben wird es geformt. Mit dem Verstand geformt, von dem Inneren, jener, die Mine ein Spiegel darstellt, wobei das Wort Spiegel hier gar nicht vorkommt. Interessant ist das Mende, Unterform, immer daran denken, ist Mens. Mens, Mentiri. Mendior, das heißt die Denkweise, die Gedanken, die Überlegung, du legst etwas über dich drüber, okay? Das ist dann Geistgesinnung, die Vorstellung, Bewusstsein passt nicht so ganz, Gedächtnis, R, ein Erwecken in deinem Inneren, Mut, Seele, Zorn, Leidenschaft, Meinung, Absicht, Plan. Das führt uns dann zwangsläufig zu dem Mendior, wo ich immer sage, Fundament, das Fundamentior. Und jetzt fängst du an, dir was vorzuspiegeln. Darum haben die den Spiegel übersetzt. Der kommt als Wort eigentlich gar nicht vor. Da wird der Schwerpunkt in der Übersetzung auf die Vorspiegelung, die Lügen, die du dir vorspiegelst, die Worte nicht halten, täuschen, Worte einseitig auslegen, sich irren, täuschen, irren. Es ist fingiert. Ja. Das ist das Schöne, das Fultus. Schau, das ist immer diese Gesicht, du musst immer schauen, weil das alles sehr, sehr fehlerhaft. Du wirst immer mehr merken, ein Wort einseitig auszulegen, halt. Wo war ich? Nochmal. Dein Gesichtsausdruck, das Gesicht, die Miene, das Aussehen, die Gesichtszüge. Jetzt wenn ich natürlich das hier, der Gesichtsausdruck, muss ich zuerst einmal das Panim, wir sind bei Finn. Panim, Penim, Pinim, P-N-I, Penim. Und jetzt Panim ist das Gesicht. Aber auch als Benim ausgelesenes Innere. Du hast eine geistige Sicht in deinem Innern und du hast ein gewisses Aus nach außen sehen auf der Vorderseite, der du eine bestimmte Bedeutung gibst. Ja. Das ist das Spiel. Und da haben wir unser Finn. Ich kann das ja ausdrücken. Das sitzt dann Finn, dieses hin und her. Ja. Da spielt sich das durch und jetzt pass auf, da kommen wir jetzt, da haben wir jetzt den Spiegel, diese Spiegelungen betasten, sanft berühren. Um bilden, aufgespannte Gestaltwerdung im Kind. Beilet, bi in mir sind Lichtöffnungen. Neu bilden und dann baut sich das zu etwas schaffen. Jetzt kommt es hier sich ein Bild von etwas, ein im Geiste in der Vorstellung. Sich beilet heißt im Kind eine Vorstellung von etwas machen und es entwerfen, nicht nach außen werfen, sondern von unten nach oben hochholen. Sich etwas denken, vorstellen, träumen, sich einbilden, in sich, ins Kind hineinbilden als Information. Und das ganze erwachte Bewusstsein ist innen. Okay, das Erdichten, das Erlügen, das Vorgeben. Schönes Wort hier. Das ist einer Hochzeit zu verdachten. Hochgehobene Zeit sind die Augenblicke, Zeit wissen wir es jetzt, sind augenblickliche Erscheinungen. Das Ganze ist der Hochzeit zu Verdacht. Das ist spaßig, ne? Ja. Durch die Reden führen, erdichten, erfinden, erheugeln, erdichtet es, das alles fingiert. Und dann musst du jetzt deinen Horizont erweitern. Dein Horizont ist die Kamera. Und der Kamera obscura. Wir wissen, Kamera wiederum ist das Gesichtsfeld vor dir. Festsetzen, ein Ende nehmen und dann kommst du irgendwann in den Einzug. Ein einziges Wort, ein bisschen angesprochen. Und du meinst, du hast Wichtigeres zu tun.
Das ist der Akt der Reife, es ist wie mit Sexualität. Das heißt, du fängst erst an, dich für Worte, für Sprache zu interessieren, wenn du sprechen kannst. Das sind so kleine, in unseren vom Säugling bis zum Greis passiert immer im Hier und Jetzt ein Wechsel. Und wenn du in die Schule kommst, sprichst du, sage ich, ein schönes Deutsch. Die Grundvoraussetzung, lesen und schreiben zu lernen, ist, dass du jetzt erst einmal sprechen lernst. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du sprechen gelernt hast? Hast du überhaupt noch einen Hauch Worte in der Vergangenheit was? Oder konstruierst du dir jetzt logisch eine Vergangenheit, dass du ja, ich habe ja angeblich in der Vergangenheit sprechen gelernt. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Kannst du es beschwören? Amartya, das ist Sünde. All dieses geistlose Geschwätz ist Sünde. Du baust Vorstellungen in dir auf, die du nicht einmal bezeugen könntest, wenn du wolltest. Du äffst eine einseitige Meinung noch. Kannst du bezeugen, dass die Luft, die du jetzt angeblich atmest, die du übrigens noch nie gesehen hast, dass die aus 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und 1% Edelgas ist? Wohlgemerkt, diese Gase, die jetzt denkst, es ist nur das Wort Gas da. Und was denkst du bei dem Wort Gas? An irgendetwas, was man nicht sehen kann. Sauerstoff kann man nicht sehen. Wind kann man nicht sehen. Geist kann man auch nicht sehen. Aber es existiert doch. Na, als Ding an sich existiert es überhaupt nicht, weil existiere heißt heraustreten aus, und wenn was aus dir heraustritt und in Erscheinung tritt, existiert, wie das Wort existieren sagt, du denkst dir Sachen aus, die angeblich aus dir herausgehen, die aber gar nicht überprüft werden können. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ja, ich kann ja genau Wasserelektrolyse machen, dann sehe ich doch, dass dieses Wasser aus zwei Teilen Wasserstoff und einem aus Sauerstoff besteht. Ich sage, das ist ein logisches Konstrukt. Man muss dir das zuerst erzählen, dass du diesen Akt einer Elektrolyse im Wasser auf deine Farbbrille optisch in ein Aquarium oder was hinstellen kannst und dann Bläschen losgehen, wenn du eine Spannung anlegst. Das ist Wissen, das du verwirklichst auf deiner Farbbrille, was aber niemals in dir auftauchen würde, wenn das auf deinem Programm nicht drauf wäre. Es würde niemals in einem Computer solche Sachen auf dem Monitor auftauchen, wenn es nicht vorher auf der Datei ist. Vorher meine ich nicht zeitlich, chronologisch, sondern hierarchisch. Du bist ein Computer, ein Mech-Chef, ein Rechnungsführer. Ja. Und Mech-Sheba sind deine Gedanken, die du aus deinem Programm hochholst. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du begreifst, ich erzähle es jetzt nur einen. Du wirst es niemals, das betone ich immer wieder, irgendjemandem, den du dir ausdenkst, erklären können. Auch wieder dieser Vortrag, das ist hundertprozentig sicher. Du wirst niemals einen, ich bring's nochmal auf den Punkt, einen Gedanken erklären können, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Ja, das ist sicher. Es ist gleichgültig, an wen du denkst. Und es ist auch gleichgültig, wenn du es jetzt mit einer sinnlich wahrgenommenen Information zu tun hast. Das heißt, jetzt denk dir einfach mal, du wärst jetzt der Udo und du sitzt vor dem Computer und du hast jetzt Pixelmännchen, die Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Da ist natürlich jetzt das Pixelmännchen Udo dabei. Hast du das Bedürfnis, dem Pixelmännchen was zu erklären? Oder den Computer selber, den du dir ausdenkst? So, und jetzt denk dir einen Trockennasen auf dem Haus. Soll ich mal sagen, wo ist der Unterschied? Das, was du beim einen Gehäuse nennst, nennst du beim anderen Körper. Das, was du Computerchip nennst, nennst du beim anderen Gehirn. Es sind nur andere Worte, andere Formulierungen für irgendwelche Existenzen, die nur deshalb sind, weil du sie jetzt denkst. Die definitiv hundertprozentig sicher jetzt in dir drin sind, deine Informationen, und mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört werden. Mhm. Ja. So, und das wird jetzt Angst in dir machen, je nach Reife oder Freude auslösen. Aber das ist schon wieder einseitig. Was ist eigentlich, wenn wir Angst und Freude verbinden? Wir wissen von gesund und krank, nennt man die Verbindung Heiligkeit. Von Sonnenschein und Regen, ganz grob, nehmen wir die Verbindung Wetter. Mhm. Was ist eigentlich die Verbindung zwischen Angst und Freude? Kann man nicht austauschen. Tauschen. Seelenfrieden. Glückseligkeit. Mhm. Seelenfrieden ist Glückseligkeit. Mhm. Aber die rote Glückseligkeit darfst du nicht verwechseln mit irgendwas, was du dir ausdenkst. Mhm. Ich kann wieder sagen, jede Sicherheit, die in Verbindung steht mit irgendeinem Gedanken, ist genauso vergänglich wie der Gedanke. Du wirst den natürlich immer wieder wiederholen, weil du meinst, das ist unabhängig von dir da außen oder Besitz oder Wissen. Wissen ist niemals da außen, es ist in dir drin. Mhm. Das ganze Wissen, jeder Mensch, wenn du jetzt träumst, lass bitte nimm diese Worte ganz wörtlich, wortwörtlich, wenn du jetzt träumst.
Da muss dir klar sein, dass das Ganze aus dir kommt und nur deine Informationen sind. Selbst wenn du die jetzt ausdenkst und als sinnlich wahrgenommene Personen in dir auftauchen. Gleichgültig, ob du jetzt ein Video, ein Pixelmännchen hast oder der ist auf deiner Farbe. Jetzt hast du auf der Farbe ein Monitor in einer gewissen Empfindung und da sind Pixelmännchen drauf. Es kann auf deiner Farbe auch eine sinnlich wahrgenommene Person ein Trockennasenaffe auftauchen. Und der erzählt dir jetzt in deinem Traum irgendwas. Es ändert nichts dran, alles, was der dir erzählt, dieses Riesenwissen, das er dir eventuell mitteilt. Wo hat er das eigentlich her? Aus dem, der ihn träumt. Genau. Nochmal, alles Ausgedachte ist ein Dasein müssen. Es ist nur, wenn du es denkst, und es ist genauso, wie du es denkst, Sätze für Denken, Träumen. Dann umfasst es auch den sinnlich wahrgenommenen Bereich. Das heißt, die erzählen dir etwas von deinem Wissenselement, unendlich viele Wissenselementen, die sich zu widersprechen scheinen, solange bis du die Kollektion im Hintergrund verstanden hast. Das ist das, was ich immer sage, Küche, Auto, Kabelsteckerbeispiel. Was ist wichtiger zum Autofahren, dass ein Auto funktioniert, der Motor oder Kabelstecker? Ganz bestimmter. Ich sage, da gibt es kein weniger wichtig. Dieses Beispiel, du bist, wenn wir die Welt, das ganze Universum als einen Motor betrachten, der super gut göttlich funktioniert, dann muss dir klar sein, du bist wie in einem großen Auto ein kleiner Kabelstecker, der den Strom zur Zündung führt. Wenn ich dich rausnehme, funktioniert das Auto nicht und wenn ich einen ganzen Motor rausbaue, funktioniert es auch nicht. Das heißt, wenn du, kleiner Geist, nicht richtig tickst, kann das ganze, die ganze Welt, die du dir ausdenkst, nicht richtig ticken. Die Welt ist ein Spiegelbild deiner eigenen Fehlprogrammierung, die eigentlich gar keine Fehlprogrammierung ist, weil einer, der sich hinsetzt, einen Prüfungsbogen entwirft mit vielen Fehlern. Ich nenne das jetzt einfach mal Fehler. Der macht da keinen Fehler. Der macht keinen Fehler. Der hat ihn ja ganz bewusst erschaffen. Und die ganzen Arten, die dir auftauchen, die du Politiker nennst oder Ärzte nennst oder Professoren oder Nobelpreisträger denkst, diese Affen bei eigener Definition habe ich ganz bewusst erschaffen, dass du, Geist, in deinem Traum erkennst, dass das bloß Gedanken von dir sind. Dass die Ärzte zum Beispiel dich nicht am Leben erhalten können, sondern du erhältst sie am Leben, solange du dir diese Idioten ständig ausdenkst. Idiot heißt übrigens einfacher Mensch. Mensch in Bezug auf Affe. Auf Sport. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht, sag ich. Du bist Geist von meinem Geist. Die Affen, die du dir ausdenkst, sind Affen. Du wirst immer mehr erkennen, dass die alle bloß Nachäffen. Es hat jetzt übrigens nichts damit zu tun, ob das jetzt, was die Nachäffen richtig oder verkehrt ist. Sie äffen einfach bloß nach. Wir haben doch gesagt, wir beginnen zu schauen, ohne zu werden. Das ist, wenn ich sage, egal, wenn du mir bringst an Physiker, an Ärzten, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, welche Bücher oder welche Sachen er nachäfft. Was ist von dir? Was ist von dir selbst? Du hast keine eigene Meinung, deine Meinung ist eine Anderung. Ob du dich, was du anziehst, ob du dich mit Tattoos zupflasterst, ob du hier Hospitalismus betreibst, indem du in ein Rockkonzert gehst, magst du nichts anderes wie die ultraorthodoxen Juden an der Klagemauer, wie die Sanyasins, die sich orange Gewänder anziehen, seltsame Gewänder anziehen und dann ihr Kopfnicken machen in ihren Klöstern. Es sind Gedanken. Es sind jetzt hundertprozentig sicher einfach Gedanken. Und ob die jetzt gut oder schlecht sind oder was wissen oder nicht wissen, wer bestimmt das eigentlich? Der sich die Deppen ausdenkt. Ja. Und er merkt gar nicht, der sich ausdenkt, dass er dabei eine vollkommene Selbstentgeistigung betreibt, eine Selbstentmachtung. Auch mit wer ist schuld, wenn dir ständig jemand in deinem Traum erzählt, wer oder was an was schuld ist. Schuld ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Das ist doch mal der sich's ausdenkt. Ja. Ganz klares, einfaches Deutsch. Ja. Ganz einfaches Deutsch. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich jetzt dann gerade noch mal hier, mir fällt so der Affenkäfig ein, die Techno-Disco, ineinander vorhergehenden Selbstgespräche, die machen ja auch nichts anderes, wenn sie Uzi, 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 Uzi. Ja. Da läuft nichts verkehrt. Das ist übrigens auch kein Vorwurf. Es ist eine Entwicklungsphase. Ich werfe vom Säugling auch nicht vor, wenn er in die Windeln kackt. Es ist alles ein Dasein müssen. Hör auf, irgendwelchen Menschen, wenn du deinen Sinn halt, deinen Frieden finden willst, dich selbst wieder, das ewige Frieden finden willst, musst du
meine allumfassende Liebe in dir heranwachsen lassen. Ein ganz einfacher Satz, wie unendlich geistlos bin ich selbst, wenn ich mir irgendwelche Arschlöcher ausdenke und werfe denen, die ich mir jetzt gedacht habe, vor, dass sie so sind, wie ich sie mir ausdenke. Das geht übrigens auch, wie unendlich geistlos bin ich, wenn ich mir irgendwelche unendlich gescheite, reiche oder schöne Menschen ausdenke und bin auf die neidisch, die ich selber in mir erschaffen habe. Ich kann nicht anders sein können, wie sie von mir erschaffen werden. Ist der Schöpfer nicht mächtiger? Ist nicht der Denker prinzipiell mächtiger wie jeden Gedanken, den er sich denkt? Du bist sogar mächtiger wie der ganze Gott, den diese Idioten, die du dir ausdenkst, anbeten. Ich merke, du bist nicht der Affe, der jetzt vom Computer sitzt. Wo war der jetzt eigentlich die ganze Zeit? Hat dein Körper jetzt die ganze Zeit existiert? Auch das Gefühl, das du jetzt in dir aufbaust, wenn du jetzt an der Vergangenheit denkst. Oh, da bin ich ja neben mir gestanden, denkst du dir jetzt. Damit drückst du in dem Gedanken aus, dass du vorher nicht aufgepasst hast. Vorher war es, das ist immer jetzt. Das ist das ewige Spiel des Lebens. Und wenn du das jetzt, diese einfache Erkenntnis, was du bist und was deine Gedanken sind, und du einen Zustand kriegst, dass du vor nichts und niemandem, was in dir auftauchen, was ich in dir auftauchen lasse, nochmal, du bist ein träumender Geist, du erschaffst zwar alles, was du träumst, in dir selber. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, er macht eindeutig diese Schrift, oder ein Pinsel malt ein Bild, er erschafft dieses Bild. Ja. Der träumende Geist, der Pinsel und der Kugelschreiber können er sich nicht raussuchen, was sie machen. Genau. Du kannst nicht raussuchen, was du träumst, das mache ich. Und da habe ich jetzt so eine eigenartige Waage, wo ich sage, ich halte die Fäden an der Hand, aber ich lasse dich mit deiner Logik dran ziehen, einer Logik, die du dir nicht raussuchen konntest. Das ist das, wenn ich immer wieder betone, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und ich vollstrecke deine Urteile richtig, schuldig oder nicht schuldig, an dir selber, bis du verstanden hast, dass niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, an irgendwas schuld ist. Es ist ein Dasein-Müssen, weil niemand, den du dir ausdenkst, sich raussuchen kann, dass du ihn dir so denkst, wie du ihn dir denkst. Und jetzt mache ich zum Abschluss nochmal eine Spiegelung. Das habe ich zwar in dem vorherigen Selbstgespräch schon gesagt, aber bitte geh den Gedankengang mit. Ich rede jetzt, beginne wieder als bröselig, als Mensch. Du sitzt da und du grübelst über irgendwas nach und dir kommen irgendwelche Gedanken in den Sinn. Eine Gedichte, eine Geschichte in den Sinn, ein Märchen in den Sinn. Aus dir, wo du noch nie gehört hast, wo du sagst, oh, das ist geil, das schreibe ich auf. Die Heilig Drei Könige. Bei der Diana, wie sie ihren Schreibdurchfall gehabt hat. Diese Bücher Heilig Drei König geschrieben hat. Und dann sitzt du da und dann, wow, ist das geil. Du weißt ja, wie es abläuft. Du sitzt da und schreibst, dir fallen Sachen ein und du schreibst hin und du bist total begeistert, was da aus dir rausfließt. Genau genommen, wir werden uns das jetzt einmal genau gedanklich durchgehen. Das heißt, du sitzt da und dir kommt der Gedanke in den Sinn und der Gedanke baut in dir eine Vorstellung auf, die ja natürlich ganz bewusst nur in deinem Kopf ist, eine Märchengeschichte. Und die willst du jetzt festhalten. Man hat ja immer Angst, dass man was verliert. Du kannst nichts verlieren. Es ist in dir drin, bevor es aufgetaucht ist. Und wenn es wieder in dich reinfällt, ist es ewig auf immer und ewig drin. Alles, was jemals angeblich in der Vergangenheit war und was in einer unendlichen Zukunft noch in dir auftauchen wird, du bist ein ewiger Geist, ist jetzt in dir drin. Also gut, und du willst jetzt festhalten und jetzt schreibst du, ich sage einfach ein Buch, einen Roman. Das heißt, du machst aus deinen Geschichten, aus deinen Vorstellungen, machst du Worte. Das hältst du in Form von Worten fest, natürlich im Maß deiner Worterkenntnisfähigkeit. Das ist die eine Seite. Denk an den Anfang dieses Gespräches. Jetzt spiegel ich das, es taucht in dir ein Schriftstück auf, entweder ein Buch oder eine Tageszeitung. Dann sind plötzlich Worte da und jetzt passiert genau das Gegenteil. Du liest diese Worte und in Maßsetzung deiner Wortverständnisses wirst du aus diesen Worten jetzt in dir Vorstellungen aufbauen. Das erste Mal ist dir vollkommen klar, ich habe das aus mir herausgeschöpft. Es ist nur Fantasy, die Geschichte. Die ist ja nicht da außen, weil die ist ja aus mir selber gekommen. Und du hast Worte draus gemacht und jetzt tauchen Worte in dir auf. Und jetzt machst du aus den Worten wieder eine Geschichte in dir. Das ist nur eine Spiegelung, bloß komischerweise jetzt meinst du, du hast nicht das Geringste damit zu tun, wenn du Tageszeitung liest. Aber jetzt frage ich dich, wenn du jetzt träumst, wo kommen die Worte eigentlich her? Das sind zuerst die Worte da, die ich in dir auftauchen lasse auf der VR-Brille. Ja.
Und dieses große Trügerische, wo ich immer wieder sage, der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Es gibt kein da außen. Du bist ein träumender Geist. Du bist dieser Adam, der in einer Mutter in einen tiefen Schlaf will. Du bist in einen Schlaf, GE-Quadrat fällt in Fallen. Eine Falle ist ein Gefängnis. Das ist deine Traumwelt. Und dann wird aus dem Adam, das denkt er sich selber, seine Eva aus. Nochmal das hebräische Wort für Eva, diese Zella. Rippe, nicht Eva. Zella. Entschuldigung, die Zella, die Rippe, die genommen wird, schreibt sich ZL 30, Entschuldigung, 90, ja. 30, 70. Ja. Das ist ZL, die Geburt von Licht, das ist das hebräische Wort für Schatten, ausgedachtes Licht. Sind Schatten, Sonne, die du anschaust, nochmal denk an das Kino, Kino, kein. Mhm. Wenn du in einem normalen Kino sitzt und du siehst, wo die Wissenschaft von einer strahlenden Sonne beleuchtet, diese Sonne, die du auf der Leinwand siehst, ist keine Lichtquelle, es ist ein geworfener Schatten, das Licht ist die Lampe im Bräuter. Ja. Lampe, englisch geschrieben, Lamp, unsere Spiegelung wie bei Sansa. Ich habe darauf hingewiesen. Ja. Das ist das Lamm Gottes. La, der Lichtschöpfer, MM. Das ist das Lamm Gottes. Das ist die eigentliche Quelle für die Gedankenwelle und das sitzt in der Mitte. Das sind Schatten. Und 70 ist ja dann der Augenblick, das heißt, sind Schattenaugenblicke. Das heißt, man nimmt aus diesem Geist eine Rippe, ich nenne immer Rest in Peace, Frieden, was du in der Regel nicht magst, weil Free Eden heißt nämlich hier, Eden ist das Paradies, heißt auch Ewigkeit. Rippe-Quadrat. Genauso ist es. Und sagt jetzt, das ist deine Eva. Und da steht Chava. Und geh in hebräisch Wörterbücher rein. Chava heißt zuerst etwas aussprechen, etwas ausdrücken. Das heißt, du sprichst, du machst dort ein Geräusch, einen Gedanken, den du denkst. Und du drückst das DR nochmal. DR ist eine Generation. Wir können auch ein geöffnetes Rücken. Mhm. Du drückst es aus dir heraus, stellst es vor dich hin und jetzt kommt dieser Vorgang und dann sagt der liebe Gott hier und das ist deine Chava, das ist das, was du aus dir herausdrückst, vor dich hinstellst, deine Frau. Das ist auch ein Erlebnis haben, etwas erleben. Du kannst nur das erleben, was du aus dir heraus, aus dem Zentrum herausdrückst, aber du drückst es nicht nach außen, sondern eigentlich in die Situation. Es ist ein ausgedachtes Äußeres, immer die zwei Seiten, habe ich tausendmal erklärt. Jetzt kannst du vielleicht dein Ego sagen, jetzt erzählt er schon wieder dasselbe. Es ist doch gut für dich, wenn du es nochmal nötig hast. Wieso meinst du, dass jetzt das wieder in dir auftaucht? Du kannst es ja wegzappen und weiter im Dunkeln rumtappen. Mach deine Deppen auf, du Depp. Sie sind alles voll gerade, sie sind Deppen, weil die ihre Deppen geschlossen haben, träumende Geister, die nicht wissen, wer sie sind. Deine ganze Elite, zeig mir die Weisen deiner Welt, zeig mir die Elite und ich, UB, werde dir zeigen, dass es Vollpfosten sind. Ich reduziere das einmal, ich mag es nicht ganz so hart. Das sind Gedanken. Was ist jetzt deine Elite? Was sind deine Politiker? Was sind deine Nobelpreisträger? Was sind die jetzt? Jetzt, in dem Moment. Einfach nur Gedanken, die du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt frag dich, bringst du das zweite Gebot? Was ist das zweite Gebot? Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Wo waren jetzt die ganze Zeit die Sterne, die Sonne, das heliozentrische Weltbild, das Zeug, das da außen irgendwie rumschwirrt? Wo war das jetzt die ganze Zeit? Es waren nicht gedachte Gedanken, es war in der Einheit. Genau. Jetzt frage ich dich, die Sache haben wir nochmal wiederholt mit dem ersten und zweiten. Alles, was ich dir sage, kannst du Satz für Satz, geh meine Gedanken mit auf der Stelle hundertprozentig beschwören, ohne an meiner zu schwören. Ja. Was deine Logik, geistlos nachgeäffte Logik dir suggeriert, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Auch ein so ein Satz. Ein Satz, versteh einen Satz. Um etwas zu überprüfen, muss es hier und jetzt eine Information in dir sein. Es muss existieren. An nicht gedachten Gedanken kannst du nicht überprüfen, aber existiert. Ja. Es zerstört jegliche Form von menschlichem Wissen, menschlich in Bezug auf Trockenlosen. Mhm. Und zum Abschluss nochmal ein Satz. Holofeeling zeigt dir ganz klar, unabhängig, dass du groß was studiert hast, dass die ganze Suche der Menschheit, die wir uns jetzt wieder ausdenken, nach dem Sinn des Lebens oder wie das Leben funktioniert, nach der Weltformel,
dass die letztendliche Erkenntnis so einfach ist wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen und die Deppen raffen es einfach nicht. Ja. Das ist die einfache Lösung. Die findest du in allen heiligen Schriften. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht verstanden. Du kriegst dann nie Fall von diesen ganzen, nicht nur jetzt, ob jetzt das die hebräische der Tanach ist oder deutsche Übersetzung, ob du die Upanishaden liest, ob du den Koran liest, auch im Koran steht das alles drin. Und es wird so unendlich von fanatischen, einseitigen Besserwissern, die sich die Köpfe einschlagen, ob das christliche Sekten sind, ob das die Haubentaucher, ob das auch, im, wenn du jetzt meinst, den Juden, den Hebräer als Ding an sich, gibt es überhaupt nicht. Das ist genauso ultraorthodoxe Zionisten und so weiter, Chassiden, da gibt es genauso viele Strömungen. Und alle meinen, sie wüssten, sie haben das richtige Wissen. Aber da bin ich überall reichlich drauf eingegangen. Ja. Mach dir Gedanken, was du bist und was deine Gedanken sind. Ich fordere von dir nichts. Ich werde dich wach werden lassen, auf eine höhere Ebene heben, sobald du diese einfachen Sätze wirklich verstanden hast. Und es gibt keine Angst in irgendeiner Form, dass du irgendwas verlierst. Jetzt mache ich ganz einfach Schnipp und jetzt denkst du dich als 13-Jährigen. Denk dir den, wo war der jetzt die ganze Zeit? Ist der nicht ein Gedanke wie ein grünes Maßmännchen? War das schlimm, dass der eigentlich nur noch dann ist, wenn du ihn denkst? Wenn denkst du dich eigentlich noch als 13-Jährigen? Hängt davon ab, wo du jetzt in deinem Leben steckst. Wie sieht es aus, wenn du jetzt 16 bist? Dann ist es noch nicht so lange her. Wie sieht es aus, wenn du 60 bist? Das Denken nicht bei dich. Genau. Immer Gott in deinem Leben behalten. Es ist Aber es bleibt das eine wie das andere Gedanke. Es ist kein Unterschied, ob du an einen Gott denkst oder dich als 13-Jährigen denkst. Es ist einfach ein Gedanke. Alles andere ist Definition des Wortes Gott oder des Wortes Kind. Und wir wissen, wir können aus jedem Wort ein 400-Zeilen-Buch machen, ohne den Kontext zu verlassen, wenn du die Vordersprache verstanden hast. Und das musst nur du wissen, nur du. Ein Gedanke wird es niemals verstehen. Du kannst jetzt, wenn ich zum Beispiel mal sage, jetzt Redo oder Diana, das sind die zwei, der Holister. Dass das so geistige Granaten sind, damit meine ich natürlich nicht, der Geistesfunk, da ist nur ein Geist. Diese Programme, Redo Oberhänsli und Diana Oberhänsli, jeder für sich ist jeden Nobelpreis gegen jeden Physiker um Lichtjahre geistig überlegen. Jeden Pfarrer, jeden Mystiker, man kann das sehr einfach machen, weil die nämlich Vordersprache verstehen. Unser Ariane, Ulrich, müssen wir gar nicht. Arbeitet auch schon lang genug dran. Und oberflächlich in der Welt des Traums sind das ganz normale Brüssel. Unscheinbare, Nichtse. Und man will ja gar nicht mehr sein. Schön ist sein, nichts zu sein. Ein Narr zu sein, wie ich sage. Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Genau. Es geht nicht um das Berühmtwerden, dass ich immer wieder sage. Es geht nicht um die Menschheit oder um die Welt der Gedanken. Bei Holofeeling dreht sich alles um den, der ewig ist. Das bist du. Das war Masi, das bist du. Und Betsch.